So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zuletzt mit Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit ein bisschen Zeugs. 17, ja, das ist alles noch zu niedrig. Warte mal, hier unten ist noch was. Auch 180, hier hinten ist noch irgendwas. Und 140, das heißt, da fahren wir jetzt hin. Vor allen Dingen ist da auch ein neuer Unterschlupf, das heißt, den würde ich mir gerne noch freischalten. Fahren wir mal schön auf die richtige Seite. Hier ist ja eine Plakatwand. Und ein Painting. Du musst da hoch, ne? Ganz oft. Dann muss irgendwo was auf der anderen Seite sein, sonst würde mich das. Sonst wäre das zu schwierig. Warte mal. Aha, hier. Sorry, dass ich zwischendurch einfach mal ein bisschen andere Dinge mache. Jawohl, ja, aber sowas von dem ersten Versuch direkt hochgekriegt. Und dafür nehmen wir auch wieder Geld mit und ein paar. Nicht viele, aber ein paar. So, jetzt kümmere ich mich immer kurz um das andere, was da oben noch war. Weil da war nämlich noch ein Sprung oder was. Kommt jetzt hoch. Ich komme, ich bin ein bisschen zu weit gefahren gerade. Ach egal. Komm, fahren wir mal zum Ring. Da ist wieder ein Blitzer, den nehme ich mit. Von der Power her sollte es ohne Probleme zu schaffen sein. 178, die haben wir ohne Probleme gepackt. Den Sprung mit. Das heißt, wir machen heute keine nur Sprung machen, aber. Nicht ganz, aber. Ah, 9 Meter fehlt noch. Nicht schnell genug. Sekunde, da ist die ist der Unterschlupf, den ich gerne noch mitnehmen möchte. Und dann gehen wir in die Rennen. Ja, haben wir schon gefunden. Thank you.
So, einmal kurz hier ein bisschen umfliegen. Gut. Da ist nämlich was Rotes und das ist nicht gut, das ist ein Kopf. Den möchte ich gerne eigentlich ein bisschen jetzt gerade aus dem Weg gehen. Und dementsprechend besser so. Zwei Meter, ernsthaft? Und hier ist der nächste. Ah, das ist die Tankstelle und hier ist noch ein Unterschlupf dahinter. Auch das nehme ich äußerst gerne mit. Umso mehr Unterschlüpfe wir haben, umso besser ist es, weil... umso besser haben wir eine Möglichkeit, den Kopf zu entkommen. Und das Rennen ist hier. Und das nehmen wir gerne mit. Himmelstürmer heißt es. Und hier ist es auch wieder Platz 1. Das ganz große Ziel. Ja, mein Freund, ich fahre dir meinen Rundkurs rein. So, weg mit dir. Na, tschüss. Dann gehst du mir schon mal nicht mehr auf den Sack, aber jetzt gehst du mir natürlich vor mir noch ein bisschen auf den Nerven. Spucky. Der gerne. Mit mir spielen möchte, aber das kann er mal ganz schön dezent vergessen. Das sind drei Runden, weil wir jetzt schon wieder Richtung Ziel zurückgehen. Wir wollen es natürlich absetzen. So, wir werden jetzt die zweite Runde. Und sind wir schon in der letzten wieder. Jetzt haben wir jetzt gerade noch ein bisschen Kohle damit, weil dann irgendwann einen weiter einbauen können. Mein Ziel ist es ja hier, ich muss sagen, sehr fix auf 180 zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und mal eben kurz in der Kurve drei Mann bis zum, anschließend dem vierten mal kurz überholt, die sind alle aufeinander gewesen. Und diese 11.700, die nehme ich so gerne mal mit. Bei den Jungs, anderen Jungs ist noch keiner wirklich in Richtung Ziel. So, da ist ein Kopf jetzt gerade. Das heißt, ich verschwinde mal Richtung... Moment.
Okay, der interessiert mich gerade nicht. Ich suche gerade nur eine Möglichkeit, dass ich mal kurz eben wieder in die Stadt komme. Hier ist ein 160er, hier ist ein 140er. Mal gucken, ob der jetzt uns irgendwie groß interessiert. Nö. Bittere ist, dass wir natürlich jetzt da hinterher müssen. Nö, müssen wir nicht. Der verschwindet ziemlich zeitnah. Gut, dann fahren wir den nächsten. Fahren wir das nächste Ding jetzt an. Das sind noch wieder ein paar Kilometer. Die Folge heute mal ein bisschen was länger. Wir haben ja auch einiges getan. Und dann ein paar Klagen. Hilfe. Was ist denn das gewesen? War das ein Auto jetzt gerade? Ein paar Plakatblende und Street Arts mitgenommen, wo wir gerade dabei sind. Die nehmen wir mit. Nein, das gibt's jetzt nicht, aber. Wobei die Plakatwände geben immer mal ein bisschen was, ne? Das ist übrigens immer mal ein Zufall, dass ich welche finde. Wenn ich jetzt auf dem Weg nach der Stadt bin. Das ist wieder ein Blitzer gewesen. Letzte Rennen für den heutigen Tag ist hier oben. Und heißt Grüner Vogel. Gibt 18.000. Na dann, fahren wir mal rein, gehen wir rein ins Zimmer rennen und gucken wir mal, was drin ist. Das ist jetzt aber auch kräftig. Komm mal raus hier. Dann fahren wir da drin eben so. Wie fahren wir denn jetzt? Wir haben drei Runden nur. Ich werde aber relativ schnell zu gehen. Da wird momentan eh nur Kohle sammeln für das Auto. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal beim Autoende vorbeischauen. Vielleicht finden wir ja irgendwie noch was zweites Schickes für uns. Also noch ein zweites Auto kriegen. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal, wie gesagt, müssen wir das Ding hier auf die Stufe 180 bringen. Damit wir auch bei den anderen Rennen, die noch offen sind, da sind wir auch noch ein, zwei Rennen. So, gehen wir in Runde 2. Oh, nur anderthalb Minütchen. Jetzt werde ich gerade von zwei Autos noch überholt hier. Da waren wir kurz eingebremst, weil wir den Checkpoint verpasst haben. Bisschen zu weit hin, zu nah bei der zweiten abgekürzt. Aber wir haben noch immer noch zwei, wir haben noch das eine Auto, wir haben noch den BMW hinter uns kleben, der uns jetzt gleich einholen oder versucht einzuholen. Und ich weiß gar nicht, was das zweite jetzt gerade dahinter mir ist. Camaro oder sowas in der Richtung, ich habe keine Ahnung. Das ist gerade ein bisschen zu. Boah, Alter, sind zu schnell. Hey, sag ja, das sind die zwei, die Jungs, die möchten uns gerne kassieren. Wir sind jetzt gleich in der Runde, in der letzten Runde.
können wir abkürzen. Hier haben wir nämlich den Checkpoint mitgenommen. So. Ja, mal gucken, ob wir die noch überrundet bekommen. Fragezeichen. Nehmen wir mal, dann habe ich in der letzten Kurve kassiert. Jetzt arbeite ich mich gerade so ein bisschen rein. Jetzt haben wir auch die. Unsere beiden Verfolger da abgehängt. Das ist der Golf hinter vor uns hier. Passiert. Dann haben wir es geschafft. $18.026 gehen auf unser Konto. Der Golf hat 101 und der hat gar keine Chance mitzuhalten. Das hätte ich mal ein bisschen was an seinem Auto tun. So, wir haben ein weiteres Rennen aufgeploppt. Das aber 160 ist, aber es wäre jetzt gerade egal. Wir haben heute sehr, sehr viel getan. Ich überlege gerade, ob ich mir den Unterschlupf da unten mitnehme. Ja, den nehme ich mit. Dann machen wir das heute, wenn wir schon gerade dabei sind. Dann sind wir jetzt in der Nähe schon und ich will den einfach nur mitnehmen, damit wir den haben. Das bringt jetzt nichts, in der Stadt zurück zu parken und den nicht zu vergessen. Und umso näher sind wir natürlich am nächsten Rennen, weil ich tune danach, also nicht jetzt in der Folge, sondern in der nächsten. Oder mit Beginn der nächsten und dann fahren wir die nächsten Rennen. Gucken wir, weit wir kommen. Also noch 160er Rennen offen, die ich mitnehmen will. Ich weiß noch nicht, wann wir den Showdown fahren werden. So, nehmen wir mit. Die Garage springen wir auch rein. Da sind wir schon mal in der Nähe. Perfekt. Fällt dir der Showdown? Siehst du den ganzen Zirkus? Ich hatte mehr Zuckerwatte erwartet. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Tuning.